Don't Knock Twice. Ja, wir spielen wieder. Mein Name ist Aaron Fox und es geht weiter mit Don't Knock Twice in VR zusammen mit Philipp diesmal, der zurzeit aus Berlin zu Besuch gekommen ist, um sich VR anzuschauen. Und da habe ich mir gedacht, so, hey, wie wär's, wenn du mich unterstützt und mir hilfst, mein Höschen nass zu machen. In diesem Sinne, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Habe ich Bock. Okay. Also ich muss nur mich beschäftigen. Mehr brauche ich nicht machen. Richtig. Ich bin in diesem verdammten Scheißhaus mit irgendeiner wahnsinnigen Frau, die mich versuchen will zu töten. Ich weiß nicht, ob ich Chloe oder ob ich die Mutter bin. Also ich bin bestimmt nicht Chloe, weil ich würde mir ja selber keine SMS schreiben. Oder? Du weißt gar nicht, wer du bist, achso. Nö, irgendwie habe ich es beim letzten Mal nicht gepeilt. Warte mal, gibt es ja auch eine Mute-Taste, dass ich mal hier irgendwann dezent räuspern kann? Du kannst auch das Mikro weghalten. Also das letzte Mal war der Manu da, der mir da ein bisschen Unterstützung gegeben hat. Heute ist der Philipp da und darf mir beim Rumheulen zuhören. Hab keine Ahnung. Ich hasse Horrorspiele. Ich auch, deswegen spiele ich das ja nicht mehr alleine. Okay, dann hast du auch genau die richtige Unterstützung. Also wir kreischen zusammen wie kleine Mädchen. Genau. Oh mein Subwoofer ist aus. Egal, das ist glaube ich nicht wichtig, da passiert eh nicht viel. Ja, aber dann habe ich ja gar kein Feeling hier. Nee, bei mir. Ach so. Okay, wir nehmen auf jeden Fall, nehmen wir mal hier ein bisschen Kerzenlicht. Ich habe keine Ahnung wo, also letztes Mal waren wir bei so einer Tür. Oh, die ist weg. Mal, ich mach nur ganz kurz mal so ein bisschen deinen Mic lauter. Mhm. Damit ich dich nicht doppelt höre. Sag mal was? Ja, jetzt bist du halt voll laut, gell? Oh, dann war das meiner. Das war das Falsche, ja. Der will nicht. Ach, egal. Okay. Ist mein Pegel gut? Ja, ist okay. Guck halt, dass bei der Aufnahme, dass da nichts verhunzt ist, gell? Dass alle drei Pegel leuchten. Ja, okay. Ja, da leuchtet was. Okay. Methadon habe ich hier. Methadon ist ein guter Hydrochlorid. Stoff. Hydrochlorid. Das Methadon, ist das nicht irgendein Betäubungsmittel? Oh Mann, fuck, ey, warum fragst du sowas? Ich muss mich doch auskennen und ich habe keine Ahnung. Ach ja, du bist ja hier Onkel Doktor. Ja, fast. Methadon ist doch quasi der Antagonist für, wenn du drogensüchtiger bist, dann nimmst du doch Methadon, um da irgendwie... Ja, ich merke schon, ich werde auch keine Fachfragen stellen. Da komme ich schlecht bei weg. Ja, wenn irgendwas mit Computern kommt, dann... Ja, das würde nicht passieren, aber dann... Okay. Aber das hat bei dem Bombenspiel auch schon nicht gut funktioniert, mit dem Parallelport. Ja, richtig. Also ich denke mal, wir müssen da lang. Ja, ich bin jetzt einfach, das ist eine neue Runde, ich bin jetzt mega locker, ich habe keine Angst. Vor dir habe ich auch keine Angst. Ja, also was ist das Ziel des Spiels? Das Ziel des Spieles... Gibt es nicht. Erstmal nicht zu sterben. Das ist okay. Schon mal wichtig. Das zweite Ziel des Spieles ist es, dass meine Hand nicht abfällt, weil diese Kerze muss ich wirklich festhalten. Oh, ja. Mit dem Steam-Controller. Ja. Okay. Okay, und nebenbei müssen wir herausfinden, wer mich da eigentlich umbringen möchte. Irgendwie von der Geschichte her bin ich eine Tochter, die in das Haus gekommen ist. Also ich glaube, ich bin die Mutter und die Tochter fragt sich, die mir immer komische SMS schickt, was hier los ist. Und glaube, von der Story her, so wie ich das ein bisschen recherchiert habe, ich wollte mich nicht spoilern, ist es eine andere Mutter, die ihr Kind verloren hat. Die dann quasi denkt... Meine Tochter ist ihre Tochter. Verstehst du? Ja. Okay. So, jetzt fehlt mir nur ein bisschen der Controller, damit ich dich steuern kann. Mich? Ja. Nee. Damit das ja auch für mich interaktiv ist. Also, ich glaube, den letzten Part vom letzten Mal müssen wir wieder machen. Und zwar, wenn ich jetzt hier die Tür öffne, ich spoilere aber schon mal ein bisschen, passiert was. Das machen wir jetzt einfach ganz schnell. Die Schreckphase haben wir hinter uns. Dass die Tür nicht aufgeht.
Da müssen wir es doch nicht machen. Okay, dann nehmen wir ein bisschen Deo mit. Oh, ist kein Deo. Ein bisschen Cola. Da, was ist das für ein Ja, MacBook? Das, da geht's doch los, keine Ahnung. MacBook kenne ich mich nicht aus. So. Spellsmith and Magic. Okay, die hat ein Ritual gestartet, die ist selber schuld. Oh, ich hatte letztes Mal eine Waffe. Ein Golfschläger. Der also du spielst alles wieder von vorne, ja? Okay. Nee, den Part haben wir jetzt schon. Wir kommen jetzt zu der Stelle, wo ich aufgehört habe. Weil hier wäre sonst was getriggert, was aber nicht kommt. Dementsprechend sind wir schon an dem Part, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Gott sei Dank. Ah, die hat da ein bisschen... She is mine. Okay. Sie ist mir. Sie ist mir, ja. Du machst mir auch keine Angst, Gertrude. Digga, weißt du, ich habe mehr Angst vor dir, wenn du um Kurven oder um Ecken läufst und da nicht hinguckst, wo du hinläufst. Dass da irgendwie gleich was raushüpft. Ja, was? Hier hüpft nichts raus. Gell, Wilfred? Ich habe eher Angst, dass ich meine Waffe nicht habe. Okay. Du hast eine Kerze. Ja. Wow. Ist das nicht deine Waffe? Du kannst Feuer speien. Soll ich machen, sie abstechen mit Wachs? Ja. Okay, hier haben wir es jetzt mal aufgehört. Da Let's gehen wir go. Jetzt rein. Aha, da ist der Fehler. Das Symbol ist falsch. Okay. Was ist das? Guck mal, eine Matroschka. Was tut das? Keine Ahnung. Dann ist ja, gut, dass du es anwendest. In dem Spiel wird nicht viel erklärt. Guck mal, da steht jemand. Oder ist es eine Statue? Das ist doch, glaube ich, eine Statue, oder? Ja, ich will nichts sagen, aber... Was denn? Sag's, wenn du, wenn du sagst, ich will nichts sagen und es dann nicht sagst, dann kriege ich Angst, weil dann ist es irgendwie so, als hättest du was gesehen, was du aber nicht sagen möchtest, weil du denkst, ich habe dann Angst. Dann sag es lieber, anstatt zu sagen, ich will ja nichts sagen. Ja, ich sag doch, ich will nichts sagen. okay. Oh, man merkt schon, ich bin ruhiger. Oh Gott, ist das... Also ich sehe einen Puls von 80 bei dir. Steht da jemand oder ist es ja. Da auch eine Statue? Warum sind da drei? Sind das drei Gestalten? Das sind nur Statuen. Boah, ey. Also jedenfalls, es könnten auch lebendige Dinge sein, die sich nicht bewegen. Jedenfalls aber. Könnten es auch lebendige Kreaturen sein. Was jetzt? Mich erst in Sicherheit wiegen und dann so rum? Das ist aber eine schöne Zeichnung. Schön süß. Das Büble. Kann man irgendwie noch Gold sammeln oder so? Was? Bisschen looten? Ich glaube nicht. Oh, Pizza. Oh. Ja, jetzt kann man der Sache schon näher. Da ist vielleicht eine Mikrowelle, sehr schön. Nee, ich muss sie wirklich festhalten. Oh, letztes Mal hatte ich so einen Krampf in der Hand. Lass mich durch! Ich will zur Mikrowelle! Nee, eigentlich will ich zur Flasche. Alkohol. Also deine Waffe. Dreh die mal um und hau auf den Tisch. Das war zu kraftvoll. Scheiße. Nimm mal die. Jetzt kannst schwach. Du die schleudern? Also wie so ein Frisbee? Ja, wollte ich machen. Frisbee. Ah. Fast. So, was haben wir hier? Ja, gut, lassen wir das mit dem Werfen. Ja, wir müssen hier Progress machen. Oh, oh. Oh. Was ist das? Hallo. Aber die hat ein bisschen breite Oberarme. Die könnte mich ja stemmen, das ist nicht gut. Ja, was soll ich damit machen? Frisbee. Oder muss es... Das ist vielleicht...
Kannst du den Grashalm da reinlegen? Was auch immer das da. Ich. Keine Ahnung. Oh fuck, ich muss glaube jetzt echt so ein scheiß Ritual machen, ey. Schon festgetrocknet. Nö, keine Ahnung. Okay, weiter geht's. Einmal durch den Raum bitte mit den Statuen durch. Oh Mann, ey. Ich sag, wenn ich irgendwas Bewegendes sehe. Was Bewegendes? Ich meine eigentlich etwas sich Bewegendes. Oh, da ist ja noch eine Statue. Digga, ich will nichts sagen, aber ich glaube... Oh Mann, schon so wieder! Ich will nichts sagen! Warte, warte, warte. Ich glaube ja. Ich glaube, wenn du jetzt in der Mitte des Raumes stehst... ne? Und da sind so 4 oder 5 Statuen um dich rum. Ich glaube, das könnte ein Triggerpunkt sein. Ja, ich habe eher die Befürchtung, dass einer von den beiden echt ist. Komm, durch da. Du kannst natürlich... Baby. Oh Gott, oh Gott! Ganz ruhig. Hast du gesehen? Kopf hat sich bewegt. Echt? Hab ich nicht gesehen. Oh Mann. Ich dachte mir gerade noch, wenn du das Baby wegnimmst, ist es vielleicht eine schlechte Idee. Oh, irgendwas höre ich. Das macht Spaß, dich zu ärgern. Was? Was? Ah. Die letzten Tage waren so anstrengend. Chloe hasst mich, aber ich gebe ihr keine Schuld. Ich versuche es wieder gut zu machen und ihr zu zeigen, dass ich nicht mehr die Person bin, die sie so viele Jahre unfähig war, die für bla 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 auf sie aufzupassen. Sie von mir zu nehmen zu lassen, war die schwierigste Entscheidung, bla bla bla. Oh Mann, langweilig. Wird kein Trop-Roman. Ah, ich muss hier... Nicht bewegen. War es jetzt gut oder war es schlecht? Das war gut reagiert von dir. Aber das war, glaube ich, erst der Anfang. Na, immerhin vibriert der Rücken. Oh, noch ein Matroschka. Hier, Matroschka, die du zerstörst, aktivierst du einen Geist. Nein, das sind ein bisschen Easter Eggs. Da ist noch einer. Wo? Oben hinter den Büchern. Ach, nee, doch nicht, oder? Doch. Nö. Nee, rechts, rechts von dir. Ja, dahinter den Büchern. Na, ist egal. Hä, wo? Ich glaube doch irgendwas dahinter. Nein. Ah, ich hab bloß... Nee, siehst du, bei mir ist das so verpixelt, die Grafik, dass ich... Ach so. ...dachte, da steht was. Oh. Ja, okay, ich glaube. Hallo! Also auf jeden Fall zittert deine Kerze so, als wenn du schon richtig nervös bist. Meine Hand tut weh. Ich bin eine Pussy. Also das Wasser hält den Becher für dich da. Ah, okay. Ah, das sind Elemente. Ah. Oh, muss kurz die Hand tauschen. So, die Tür ist jetzt gerade aufgegangen. Aber brauchst du die Kerze? Oh Gott, mein Herz. What the fuck? Das tut mir leid. Ist das bei dir im Spiel? Ja. Warum machst du das mit mir? Ich hoffe, du stirbst. Ich mach doch gar nichts. Digga, hast du mich erschrocken, Alter? Da war ein fucking Baby, hast du es gesehen? Nee. Oh. Das ist auf mich gestanden, das saß da und hat mich angesprungen. Oh, ich dachte hier, mein Handy oder dein Handy oder was vibriert hier? Oh, ich hab alles gesehen. Kann mir gar nichts. Oh Gott, die Tür ist zu. Oh oh. Oh, Haarspray. Nice! Nice, da ist er! Das sieht nicht freundlich aus. In slawischer Volkskunde ist Baba Yaga. Oh nein, es geht um Baba Yaga.
Okay. Es war aber Jahre ein übernatürliches Wesen, das wie eine missgestaltete, grausame Frau aussieht. Sie ist die älteste Art Hexe, grimmig und übel. Sie lebt in Fegefeuer und labt sich an Kindern. Sie vermag es nicht, selbstständig Kinder zu jagen. Sie müssen ihr geopfert werden. Sie glaubt, dieses Ritual hilft ihr, dem Tod zu überwinden. Okay, es geht um Baba Yaga. Sagt die Baba Yaga was? Ja, aus alten Tagen. Als ja. Kindergeschichte und so. Richtig. Digga, ist da irgendwo eine Wasserstandsanzeige, wollte ich gerade sagen. Eine Füllanzeige. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Aber ich glaube mal, dadurch, dass sich da daran... raus. Ja. Wie lange es läuft. Soll ich sicherheitshalber noch die? Ja, ja, mach mal. Okay, weil das ist schon dumm. Die eine ist zum Leuchten, die andere zum Angreifen. Boah, das ist creepy! Fucking creepy! Alter! Weg! Ah! Machst du das? Nein, die haben sich umgedreht. Die gucken dich jetzt an. Ich stand eben noch andersrum. Ach so, ich dachte, du machst solche komischen Geräusche. Das kann ich gar nicht. Nein, hör auf! Versuch es auch gar nicht. Ich will gucken, ob sie dir hinterherlaufen. Ey, sei ruhig! Alles gut. Fuck! Das war ich jetzt. Fuck! Glaube ich. Oder ich weiß nicht, was du hörst, was ich nicht höre. Nein, fuck, weil ich nur zwei Hände habe und die Tür aufmachen muss. Ach so, warte, ich helfe dir. Nee, geht dann nicht. ich stecke. Ja, und jetzt? Nö, ich würde sagen, wir gehen zurück ins Haus. Nein! Es ist aus! Oh, nee, das ist zu. Oh Mann, ich will nicht zurück. Nee, dann müssen wir dadurch, ja. Oh, was? Das Tor ist zu. Was? Oh, fuck! Oh, da steht jemand. Alter, Akte X! Akte X! Übelst Akte X! Oh Gott! Ja? Sitzt du bequem? Ja. Ja, kann ich mir denken. Oh, ist ganz schön auf dem Rücken, du. Was mit deinem Rücken? Nix. Ja, nix, alles gut. Oh Mann! Geh auf jetzt oder lass mich durch, eins von beiden. Digga, so breites Kreuz hast du nicht. Schon wieder das blöde Handy, Alter, das ist. Ich bin wirklich verdammt verängstigt. Sie kommen mich holen. Das ist alles. Alles? Meine Schuld. Meine Schuld. Ja, das ist richtig. Hängt dein Handy irgendwie an einem Band dran? Keine Ahnung. Muss jetzt hier rein? Nee, ist zu. Muss ich hier rein? Ja, das ist da, wo die eben weggezogen wurde. Nee, doch nicht. Ich brauche eine Waffe. Ach so, das ist nur eine Palme. Ich dachte, das ist... Chloe. Age 9 and her favorite doll Robbie. Oh nein, jetzt kommt noch so eine komische Puppe. Fire to cook her cold dead heart. Ich glaube, das ist auch. Ach, ich muss ja Opfer. Mann, was? Was? Es tut mir leid, bitte helf mir. Ich meine das Ernte! Ich glaube, ich muss das Ding verbrennen. Ups. Oh Mann, ich kann da nicht durchlaufen. Auf
Auf jeden Fall sind da schon mal Kös, damit kannst du gleich dich ausrüsten. Das nehme ich als Waffe. Das muss man... Natürlich. Aber das heißt doch... Nö, gut, dann muss es doch nicht. Muss ich also ich würde ja sagen, das, was immer so leuchtet, so Gold, das ist wichtig. Denkst du? You... Mine. Ich kenne Jess jetzt schon über 5 Jahre und wir sind seit 3 Jahren verheiratet. Es ist eine große Ehre und ein Privileg, dass ich diese Beschreibung meiner Frau verfassen darf. Halt mal ein bisschen hoch. Okay. Sie ist meine Seelenverwandte, liebevoll und fürsorglich. Sie ist meine starke Schulter. Sie ist meine Stimme der Vernunft. Und ich bin stolz, dass sie die Mutter meiner Kinder ist. Gott, das ist ekelhaft. Irgendwas lag noch auf dem Tisch. Ja, ich weiß. Ich wollte kurz noch alle Lichter anmachen. Dart. Ah, mein Knie! Noch lacht er. Ist ja ruhig. So, aber was ist hier? Das Tablet irgendwie. Ja, das sieht aus wie das, was wir da in dem anderen Raum hatten. Edelsteine. Ja. Hier, Edelsteine des Wassers hast du ja. Das war die Wasserflasche-Dingens da. Ja, würde ich so verstehen. Ja. Okay, aber das kann ich ja jetzt nicht mitnehmen. Nee, oh, eine Karte. Kannst du so ein... Eine Bowlingkugel, sag ich schon. Ja, Kugel schmeißen. Ja. Oh. Die wirkt aber nicht sehr... Nö. Bisschen schwach. So. Hier unten fasst man das an. So, jetzt... Oh, schön. Oh, die Tür hat sich geöffnet. Ja, die war vorhin auch auf. Ach so. Okay. Fuck, ich häng. Okay. So, kannst du mir... Gar nix. Das klang nach links. Das klang nach, da geh ich nicht rein. Doch, da gehst du rein, los. Sonst muss ich hier die Fußtasten übernehmen. Kannst du gar nicht. Scheiße. Oh Mann, die Tür ist so klein. Kannst du nicht mit dem Fuß gegen treten? Da. Was? Oh, nee, das war bloß eine Staubwolke. Da ist meine Waffe. Oder soll ich einen Kö nehmen? Der Kö ist länger, glaube ich, oder? Das ist besser. Kann ich so anpoken. Ich weiß gar nicht, ob man in diesem Spiel... Mann, ey! Ob man überhaupt in diesem Spiel sterben kann. Was denn? Was geschieht mit mir? Die Puppe in der Küche, sie brennt. Okay, sie brennt. Das ist schon mal gut. Boah, Digga, ich glaube, ich hole mir gleich noch eine Wurst. Ey, lass mich nicht alleine. Ich komme gleich wieder. Keine nein! Sorge. Nein! Mann! Ich bin noch da. Wie lange geht die Aufnahme noch? Wo steht das? Unten beim roten Punkt. Roter Punkt. Wie lange läuft sie denn jetzt schon? 22, 23 Minuten. Oh, fuck, ey. Nochmal das Ganze. Ja, das kriegen wir hin. Oh, der ist blutig. Diesmal. Ja. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, das merkt man. Nicht. So, jetzt... Nee, geh mal andere Richtung. Ne, ich glaube, ich muss... Na gut. Warte. Von da kommst du doch. Sicher? Nee? Oder? Nicht? Doch. Weiß ich nicht. War da nicht der Dings in der Ecke? Nee, mach mal. Nee, ist zu. Okay, sag mal, wo lang. So, erstmal guck mal, was das da so leuchtet. Das ist auf dem Tisch. Ja, das ist eine Zeitung. Okay, dann ignorieren das. So, jetzt rechts, was ist da? Dadurch? Ja. Okay, geht. Halt, stopp! Hier war ich schon mal. Da geht eine Treppe hoch. Ja, da geht's zum Zimmer, wo wir vorhin waren, wo ich dachte, die Tür geht auf. Verstehst du?
Wie soll man in diesem verdammten Haus sich zurechtfinden? Ja, viel zu viele Türen. Oh, gib mir meinen Kühl, gib mir meinen Kühl. Küche, okay. Puppe brennt. Ja, das ist die Puppe. Die Puppe. Hier ist mal schön. Oh, ein Fakt. Geh in irgendeine Ecke und versteck dich. Okay. Das reicht schon. Okay, jetzt wieder raus. Du hast gesehen? Geist. Ich bin aggressiv. Ja, zeig mal, wer hier der Mann ist. Ich hab einen fucking Kühl, Mann. Du kannst mir gar nichts. Ja, ich würde den Holzkönig ins Feuer stecken. Nee, dann brennt und dann... Scheiße, ist zu. Oh, Matroschka. Oh, fuck, ein Hammer. Ja, Mann. Nein, geh weg. Das ist übrigens kein Hammer. Das ist eine Axt. Stimmt. Ich glaube, du musst die Tür aufbolzen damit, oder? Die andere da? Ja. Weiß ich nicht, ich probier's. Die Axt mit der Tür verschlossenen Tür öffnet die Tür mit den Türgriffen abschlagen. War das nicht dumm? Ja. Also, ich glaube nicht, dass es in real funktioniert, aber... Nee, ich meine, jetzt habe ich mich doch hier eingeschlossen. Vielleicht war das nur ein Gag. Das geht gar nicht. Ja, aber... Doch. Ratte! Drecksratte. Sieht fies aus. Alter. Oh, das explodiert bestimmt, wenn ich... Jetzt ist der Ofen auf jeden Fall aus. Ja. Geh mal gucken. Ah, will ich hier kurz hier gucken? Ist hier irgendwas? Nee. Tür ist zu. Warum ist die fucking Tür jetzt zu? Oh Mann, ich kann von der Position... Ich muss kurz durchhuschen. Ich glaube, die musst du jetzt zu dem anderen zurückbringen, oder? Achso, nee. Okay. Sure. Easy! Und wo kommt jetzt Musik? Aus dem Ofen. Ach so, ja, okay. Klingt plausibel. Das ist aber ein riesen Abfluss, Alter. Das ist ein Teller. Ach so. Scheiße, Mann. Ah. Danke, dass du das Geheimnis gelüftet hast. Oh. Ich dachte gerade, ich hätte was gehört. Das bringt mir jetzt was? Nix. Da muss bestimmt ein anderer Weg raus. Gehen. Aber ohne meinen Kühl gehe ich nicht. Ja, aber da war ich doch. Oder muss man das... Mit der Axt? Nee, das ist... Nee, das bringt ist, ja nichts. Oder? Ah. Weiß ich nicht. Das ist doch Beton dahinter. Aber guck mal nach oben rechts, da wenn du da, genau da so. Nee, okay. Geh weg da. Die Axt. Ja,
Nee, ich glaube, eigentlich muss ich das hochhieven. Oh, dann, die Hand, ey. Aber dann hättest du es ja auch vorher machen können. Weil warum kann ich das öffnen? Ich glaube, das hat keine Bewandtnis, dass ich das öffnen kann. Hätte ich jetzt auch vermutet. Okay, logisch denken. Habt ihr mal die Axt? Wir machen jetzt okay. Hier klein Holz. Ja. Und dann? Das ist ein Anfang. So, jetzt geh nochmal gegenüber von der. Warte! Warum nicht erschreckend, dass ich da so reingucken kann? Und das bringt mir jetzt was? Ja, weiter geht's. Beide Seiten. Was? Beide was? Seiten. Ja, da komme ich doch nicht hin. Doch klar. Warte, ich muss erst hier diesen Kack zumachen. Nee, den brauchst du, zum, um drauf zu stehen. Ach so. Ja, was war das denn? Keine Ahnung. Ey, irgendwas ist mir entgegengeflogen. Ja, du warst so aggressiv, Mann. Oder wird jetzt hier aus VR Real, ja, wahrscheinlich. Reality? Also das hat jetzt nichts gebracht. Ja, okay, lass uns mal kurz denken. Also es hat schon seinen Zweck, dass ich da draufschlagen muss, aber... Ja, mehr bringt das auch nicht. Dann geh mal zur anderen Wand da, genau. Vielleicht stützt es dann einfach ein und dann ist ein neuer Weg offen. Cool. Easy. Das heißt, mit der kann ich jetzt... Nee, das geht nur bei der einen Tür. Nur bei der einen. Aber du kannst die Dinge abschlagen. Ach so. Ja, aber... Ist gut? Weiß ich nicht. Probier's. Kriegst du jetzt jede Tür auf. Ah, okay. Joch, 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 beruhig dich! Oh Gott, beruhig dich auch! Gut. Me and Baby Chloe, Happy Times. The Night Note is the key to find the... The right note is the key to find the spirit of the servant. Ah, das ist wahrscheinlich das nächste Artefakt, das wir finden müssen. The right note, die richtige Note. Mhm. Oh, die richtige Note. Du hast es erfasst. Aber da ist ein Schloss drin. Oh, okay, nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ah, ich sehe schon. Das gute Klavier. Ja. Oh, die Tür geht auf. Ich hab ne Axt. Ich hab ne Axt. Was? Die Mauer geht nur zu. Oder irgendwie sowas. Ja, während ich da drin stecke. Ja. Oh. Guck mal, hier wurde jemand immer eingesperrt. Oh, hier ist übrigens der Tisch. Ja, danke. Spür mal. Oh, jetzt wird beim Scheißen der Sack abgeschnitten. Nein! Kann man auch den Hebel da wegmachen, dass er nicht spülen kann? Ah. Die ist leer. Da kommt nichts mehr. Echt? Denkst du? Kacke. Ja, was denn das Wort ist. Weißt du, stell dich mal vors Klo. So als wenn du pinkeln musst. Ja. Dann guck mal nach unten. Ja. Jetzt ein bisschen nach links gehen. Nee, das andere links, genau. Jetzt geh mal runter.
Ah, nee, ich wollte dein Handy im Klo schwimmen lassen. Achso. Will nicht rein. Ich verbrenne, ach nee, ah doch, ich verbrenne jeweils Kohlebier. Boogeyman war doch der, den man im Spiegel dreimal rufen muss, oder? Weiß ich nicht, kannst probieren. Weil da ist das Buch Boogeyman. Ah, hier. Oh Gott. Oh nein, kein Speicher. Das ist das gruseligste ever. Oh, die Kerze über dir an. So, keine Kerze. Oh. Wer was soll das denn was? Okay. Ich glaube, eine Kopfüberkerze brennt auch nicht. Ja. Ich habe eine Axt. Du kannst mir gar nichts. Na, nicht die Wände kaputt machen. Ah. Oh, das sieht nach einem Kabel aus, das man cutten kann. Flammenwerfer! Ja, aber dafür dann... Da hängt eine Spinne vor deinem Gesicht. Nimm doch jetzt! Ich will aber meinen Hammer nicht liegen lassen. Ah, den kannst du ja gleich wiederholen gehen. Oh, jetzt ist er schon. Oh Mann, ey. Wie convenient, dass genau da so ein Flammenwerfer rumsteht. Ja, immer. Also hast du keinen Flammenwerfer zu Hause in deiner Wohnung? Ja, im Holz. Diese Geschoss. Ekligen Spiegel. Und Tampons und so und Paracetamol. Pornos. In Geschichten über Bayaga wird oft der Fluch des Dieners erwähnt. Der Träger der Halskette soll dem Willen des Teufels gehörig sein. Die Kräfte der bösen Hexe sind auf der Erde begrenzt. Sie benötigt einen seelischen Diener oder eine verfluchte Seele, um ihren Willen auszutragen. Man glaubt, der Diener kann sich nur durch den eigenen Tod befreien. Es sei denn, ein anderer Mensch kann überlistet werden, seinen Platz als Diener einzunehmen, indem er etwas wahrlich Böses tut. Das Problem ist beim Lesen, ich stelle mir das dann immer vor und dann konzentriere ich mich nicht mehr aufs Lesen. 37 Minuten. Haben wir gerade? Ja. Okay. Oder ich noch eine Axt? Oder noch eine? Ist das hier Double... Double Chop? Ja. Das dachte ich auch. Oh Gott! Noch geiler! Jetzt geht's los! Na, fast. Na, den kannst du vielleicht aufdrehen. Ja, aber da brauche ich jetzt... Den Code brauche ich. Ach, dreh mal einfach dran. Ich denkst du? Ja, nee, du brauchst den Code. Ach nee, sag bloß! Und der liegt bestimmt ganz konveniert irgendwie auf der Kommode oder sowas. Ja, wahrscheinlich irgendwo bei den Notizen war bestimmt... Oh, warte mal, apropos Notiz. Vielleicht ist auf der Rückseite von der Notiz was. Nö. Wo ist die Fernbedienung? Nö. Oh. Gib mir den Code, Tom. Ach, hier waren wir ja. Das ist die Treppe nach oben. Oh, Mann. Ich glaube, hier wird es Zeit für einen Cliffhanger. Da muss ich also rein in eine leerstehende Badewanne, wo zufälligerweise das Licht leuchtet. Schön einladend. Aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. 37 Minuten hast du gesagt, gell? Ja, jetzt haben wir 39. Ah, meine Hände tun eh weh. So, das nehmen wir nächstes Mal mit. Die Waffe würde ich nicht ablegen. Nein, alles gut. Ja, und da gehen wir rein. Beim nächsten Mal. Ah, ich hasse Horrorspiele.
trotz Philipp, der mich unterstützt hat, mehr oder weniger, geht's weiter. Ich hoffe doch nicht mehr lang, oder ich hoffe doch lange, eigentlich ist es ja schon recht interessant, nur es wird immer wilder, habe ich das Gefühl. Und ich weiß nicht, ob meine Nerven das aushalten. Wir werden sehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.